Yo Leute, was geht? Im heutigen Video möchte ich euch mal 10 Tipps und Tricks in Red Dead Redemption 2 vorstellen, welche ihr auf jeden Fall beherrschen solltet. Am Ende von diesem Video habe ich auch noch eine weitere Location für euch, wo ihr einen Goldbarren finden könnt. Mit diesem könnt ihr euren Kontostand in Red Dead Redemption 2 auch mal wieder ordentlich aufbessern. Bevor wir jetzt aber mit dem eigentlichen Video starten können, möchte ich nochmal auf einen Stream hinweisen. Und zwar werde ich heute um 19 Uhr wie gewohnt weiter in der Story von Red Dead Redemption 2 voranschreiten. Unter anderem werden wir eine riesige Mine sprengen, also schaut auf jeden Fall mal rein. Um 19 Uhr geht es hier auf YouTube los. Und noch eine kleine Anmerkung wegen dem Gewinnspiel, was bis letzten Freitag gelaufen ist, wo ihr Red Dead Redemption 2 gewinnen konntet. Ich darf euch von Unique, das ist mein Netzwerk, mit dem ich zusammen das Gewinnspiel veranstaltet habe, erinnern, dass heute der Gewinner vom Gewinnspiel gezogen wurde und per Mail benachrichtigt wurde. Also checkt am besten mal direkt nach dem Video euer Postfach ab und schaut nach, ob ihr eine Mail erhalten habt. Jetzt haben wir aber auch genug rum erzählt, los geht's mal mit dem Video. Let's go! Der erste Tipp, den ich euch geben kann, ist ein Autopilot für euer Pferd. Ja, ihr habt richtig gehört. Fandet ihr es nicht auch immer nervig, dass man die ganze Zeit X spammen musste, um schnell irgendwo hinzureiten, erst recht bei längeren Strecken? Das hat jetzt ein Ende. Setzt einfach einen Wegpunkt auf den Ort, wo ihr hinwollt, bringt euer Pferd auf eine geeignete Straße und fangt schon mal an zu galoppieren und dann müsst ihr nur noch den Kinomodus aktivieren. Auf der PS4 macht man das, indem man das Touchpad gedrückt hält. Wie es auf der Xbox ist, weiß ich nicht ganz genau, aber das könnt ihr auch zur Not in den Einstellungen nachschauen. Jetzt wird euer Pferd endlos, so schnell es geht, weiterlaufen, bis ihr den Kontrollpunkt erreicht habt. Ihr könnt währenddessen nicht nur eure Hände mal ausruhen, sondern ihr könnt auch ein Video von mir schauen, mich auf Instagram abonnieren oder solche Sachen machen. Diese Funktion ist auch perfekt geeignet für eine kleine Toilettenpause. Der nächste Tipp, den ich euch mitgebracht habe, ist mal für alle Leute gut, die Red Dead Redemption 2 genauso feiern wie ich. Und zwar, wenn euch das Spiel an sich nicht reicht, dann könnt ihr euch jetzt auch noch Red Dead Redemption 2 auf eurer PS4 als Hintergrund besorgen. Geht dafür einfach mal in die Einstellungen, geht dann auf Designs, dann auf Design auswählen und dann im nächsten Menü geht ihr auf im PlayStation Store finden. Und dort sollte schon ziemlich weit oben Red Dead Redemption 2 vorgeschlagen sein. Ansonsten könnt ihr auch nochmal nach dem Spiel suchen. Habt ihr jetzt das ausgewählt, geht ihr nur noch auf Laden und schon könnt ihr euren Red Dead Redemption 2 Hintergrund auswählen. Ich finde dieses Design ziemlich cool, besonders die Schriftart verändert sich zum Teil, die Ordner sehen jetzt anders aus und so weiter und so fort. Finde ich echt ziemlich cool gemacht. Ich habe mir auch direkt mal den Hintergrund reingeknallt. Aber halten wir uns daran nicht lange fest, kommen wir direkt mal zum nächsten Tipp bzw. Trick. Und zwar beinhaltet das die Camp-Verbesserungen. Falls ihr es noch nicht wusstet, ihr könnt eurem Camp Geld spenden und Verbesserungen vornehmen. Ich habe jetzt relativ lange die Strategie verfolgt, da möglichst wenig zu bezahlen, weil ich mir dachte, wozu denn überhaupt? Bis ich gemerkt habe, das ist relativ sinnvoll. Wenn ihr zum Beispiel Camp-Verbesserungen vornehmt, da könnt ihr Zusatzfunktionen freischalten in eurem Camp, wie zum Beispiel eine Schnellreise direkt aus dem Camp raus. Geht dazu einfach an den Wagen von Arthur, dort ist eine Weltkarte und dort könnt ihr ähnlich wie bei den Eisenbahnstationen einfach zu einem Punkt reisen. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, euer Camp zu verbessern bzw. eure Bande zu unterstützen und zwar könnt ihr dieser Geld spenden. Das funktioniert genau an dem gleichen Ort wie eure Camp-Verbesserungen und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, da immer mal wieder so 10, 20 Dollar dazulassen. Damit verbessert ihr nämlich eure Beliebtheit. Und dieses Vertrauen ist eben sehr wichtig, damit euch andere Charaktere im Spiel, ja, vertrauen. Denn wenn sie euch vertrauen, dann verplappern sie sich vielleicht auch mal oder verraten euch irgendein kleines Geheimnis zu einer Schatzkarte, einem Schatz, wer weiß. Du findest, dass das schon ganz schön viel Vertrauen in einem Satz war? Na dann warte erstmal auf den nächsten. Es gibt nämlich noch eine zweite Möglichkeit, das Vertrauen von anderen Charakteren zu erlangen. Und zwar geht es danach, wie ihr ausseht. Habt ihr jetzt einen Vollbart, werden euch andere Charaktere oder andere NPCs nicht so vertrauen, wie wenn ihr rasiert und gepflegt ausseht. Also geht ab und zu mal in ein Hotel, lasst euch da duschen, beziehungsweise geht mal in einen Saloon und lasst euch den Bart stutzen. Tipp Nummer 5 bezieht sich mal auf die Map. Die meisten von euch werden das Ganze aber auch schon kennen. Und zwar gibt es zwei Tricks bei der Map. Trick Nummer 1 ist, wenn ihr einfach zweimal Steuerkreuz nach unten drückt, dann zoomt ihr bei der Map raus und die Map wird größer. Besonders empfehlenswert, wenn ihr einen weiteren Weg vor euch habt, beziehungsweise in einem Gefecht seid und die ganzen Gegner auf der Map sehen wollt, die aber zu weit weg sind und euch snipen. Durch zweimal Steuerkreuz nach unten zoomt ihr wie gesagt weg und dann könnt ihr auch Gegner, die ein bisschen weiter weg sind, erspähen. Aber auch wenn ihr in einer Stadt seid und einen bestimmten Laden sucht, kann das Ganze hilfreich sein, dann müsst ihr nicht immer die ganze Map aufmachen. Solltet ihr die aber aufmachen wollen, dann geht nicht wie sonst immer auf Options, dann auf Karte und dann guckt ihr euch das an, sondern haltet einfach Options gedrückt, denn dann öffnet sich die Karte direkt und ihr könnt das Menü überspringen. Das geht einfach deutlich schneller.
Das Nachladen in Red Dead Redemption 2 ist eines der Highlights. Es sieht echt aus, es sieht cool aus und es macht vor allem auch Spaß, obwohl man mal gerade nicht schießt. Doch so schön und toll das Ganze ist, irgendwann nervt es. Besonders in Gefechten, wo ihr einfach schnell und viel schießen müsst. Im nächsten Trick werde ich euch zeigen, wie ihr diese Animation ganz entspannt überspringen könnt und somit ganz oft schießen könnt. Bei einem Repetiergewehr oder einem normalen Gewehr, einer Pistole, macht das jetzt vielleicht nicht so viel aus. Bei einer Shotgun jedoch, wo ihr so oder so nur zwei Schuss habt, dauert das Nachladen einfach extrem lange. Und wenn ihr das Nachladen überspringen könnt, dann habt ihr natürlich eine Menge Zeit gewonnen. Aber wie macht man das denn jetzt? Ganz einfach. Ihr schießt und wenn ihr nachladen müsstet, dann drückt ihr einfach einmal kurz R3 fürs Dead Eye. Und dadurch überspringt ihr genau das Nachladen und ihr könnt einfach durchschießen. Ihr seht es ja gerade im Gameplay. Ich habe jetzt einfach hier Schießen und R3 durchgespammt und ihr seht, ich habe überhaupt keine Nachladezeit. Ich knall hier wirklich mit der Pumpgun alles weg, was überhaupt nur geht. Ein kleiner, aber feiner Tipp, mit dem ihr in Gefechten deutlich besser abschneiden könnt. Tipp Nummer 7 hätte ich vor ein paar Tagen im Livestream selber gerne gewusst. Und zwar wusstet ihr, dass ihr bis zu 3 Outfits auf eurem Pferd mitnehmen könnt. Im Stream war es damals so, dass ich in den Norden reiten wollte, in den Schnee. Und da habe ich gemerkt, hey, ich bin viel zu kalt angezogen und ich habe dann Leben verloren. Das ist natürlich nicht gut. Und deswegen kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, immer 3 Outfits auch mitzunehmen. Erstens ein Outfit, was ihr cool findet, was ihr einfach so, ja, normal anziehen könnt. Und dann eben noch ein warmes und ein kaltes Outfit. Also ein Outfit für Norden und eher eins für die Wüste. Aber wie könnt ihr das denn jetzt festlegen? Ganz einfach. Ihr geht in euer Camp, in euren Kleiderschrank. Und dort geht ihr auf Outfits. Hier habt ihr ja alle fertigen Outfits aufgelistet. Und jetzt müsst ihr nichts mehr machen, außer ganz entspannt eure Outfits zu markieren. Unten rechts seht ihr, mit welcher Taste das Ganze funktioniert auf der jeweiligen Konsole. Und dann habt ihr eben die Outfits auf eurem Pferd verstaut. Jetzt braucht ihr nur noch zu eurem Pferd gehen und könnt eben bei dem Gegenstandsrad bei eurem Pferd auswählen, welches Outfit ihr gerade anziehen wollt. Auf die Art und Weise müsst ihr nicht immer, bevor ihr jetzt in den Norden geht, zu einem Kleidungsladen oder ein Hotel oder sowas gehen, um euch umzuziehen. Kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt, und zwar wusstet ihr, dass ihr Selfies machen könnt? Aber nicht so klassisch langweilig wie in GTA, nein, ihr könnt ein ganzes Stativ aufstellen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist eure Kamera aus eurem Gegenstandsrad rausnehmen, einmal R3 drücken und schon wird Arthur automatisch ein Stativ aufbauen. Jetzt könnt ihr vor der Kamera posen, irgendwelche Grimassen schneiden und so weiter und so fort, einen Moment einfach für die Ewigkeit festhalten. Es ist nicht wirklich ein Tipp oder Trick, aber es ist einfach eine Funktion, die ziemlich cool ist, die man mal ausprobiert haben sollte. Beim 9. Punkt war ich mir eigentlich relativ sicher, dass das jeder von euch weiß. Umso schockierter oder überraschter war ich, als ich dann doch noch einige Fragen dazu bekommen habe. Und zwar, wie man denn überhaupt sein Kopfgeld los wird. Dafür gibt es nämlich 2 Optionen. Erstens, ihr geht zu einem Beamten in einem Postamt und dort könnt ihr für alle Staaten, die es auf der Map gibt, euer Kopfgeld selber bezahlen. Und die zweite Option ist, wenn ihr zu wenig Geld habt, ihr geht einfach in das Haus vom Sheriff und stellt euch ihm. Ihr werdet einfach eine Nacht in der Zelle verbringen, bezahlt nur weniger Geld und ja, da seid ihr auch wieder frei. Ich glaube, spätestens jetzt sollte jeder von euch wissen, wie man eben sein Kopfgeld los wird. An der Stelle würde mich mal interessieren, wie viel Kopfgeld hattet ihr maximal schon in Red Dead Redemption 2? Was war also der höchste Score an Kopfgeld, den ihr jemals hattet? Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin gespannt, ob hier jemand was überbieten kann. Mein höchster Score war, glaube ich, $600, das hat schon richtig geknallt. Das war nach einem Zugüberfall. Und der letzte Tipp oder Trick für das heutige Video hatte ich ganz am Anfang auch schon angeteasert. Und zwar bezieht sich das Ganze mal auf einen neuen Goldbarren, den ich euch vorstellen bzw. zeigen möchte. Geht für diesen jetzt erstmal nach Limpopo oder so ähnlich heißt die Stadt. Das ist so eine ausgebrannte, verlassene Stadt. Sieht eigentlich ziemlich cool aus da. Das Ganze befindet sich in der Nähe von der Bards Crossina oder den Dokota River. Seid ihr jetzt in der Stadt angekommen, dann müsst ihr nichts mehr machen, außer zu dem Sheriffsgebäude gehen. Dort in dem Schreibtisch mal nachgucken, da drin steht nämlich eine Truhe, eine kleine Kartusche. Und wenn ihr diese öffnet, wird da drin ein großer Goldbarren liegen, im Wert von $500. Und wer von euch Red Dead Redemption 2 schon ein bisschen gespielt hat, weiß, wie viel $500 in dem Spiel einfach sind. Wenn euch jetzt diese $500 noch nicht reichen sollten in Red Dead Redemption 2, weil ihr noch irgendwas Großes, Cooles kaufen wollt oder weil ihr einfach mehr Geld haben wollt, dann checkt auf jeden Fall nochmal mein Video von gestern ab. Dort habe ich euch erklärt, wie ihr $1500 innerhalb von 2-3 Minuten erhalten könnt. Das waren jetzt auf jeden Fall insgesamt 10 Tipps und Tricks für Red Dead Redemption 2. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst doch mal einen fetten Daumen nach oben da und teilt das Video mit all euren Freunden, wenn ihr mindestens 2 Sachen noch nicht wusstet.
verbreitet das Video wirklich mal überall, auf Facebook, auf Twitter, auf WhatsApp, ist mir vollkommen egal, aber teilt es auf jeden Fall mal, würde mich freuen. Außerdem schreibt mal Hashtag Trick in die Kommentare, wenn ihr das Video ganz bis zum Ende jetzt geschaut habt. Ich denke mal, viele von euch werden es nicht gewesen sein, weil das Video ja schon ganz schön lange geworden ist. An der Stelle bin ich jetzt aber auch raus. Wir sehen uns heute Abend beim Livestream um 19 Uhr hier auf YouTube. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis bald und Peace!